Shalom Aleichem. Es gibt ein Buch vom Rebbe. Dieses Buch heißt Hayom Yom. Heute ist der Tag. Und es ist ein Spruch für jeden Tag, für was Besonderes. Ich möchte euch heute zwei Hayom Yom lesen über den Begriff Krächzen, Seufzen. Einmal steht geschrieben, 8. Adar, also vom 8. Adar steht geschrieben, der Rebbe Rashab schreibt in einer von seinen Briefen, es ist besser eine Handlung, ein Peula, mehr als 1000 Krächzen, Seufzen. Hashem, Elohim Yisrael, der Ewige, lebt. Die Torah und Mitzvot sind ewig. Lass weg dem Krächzen, dem Seufzen und mach deine Aufgabe in Handlung und Hashem wird dir gnädig sein und helfen. Also der erste Spruch sagt der Rebbe in Yom Yom, besser eine Handlung als 1000 Seufzen. Im 23. Teves schreibt der Rebbe auch in Yom Yom, mit Seufzen alleine werden wir nicht geholfen werden. Seufzen und Krächzen ist nur die Tür, das Schloss von der Tür zu öffnen, das Herz und zu öffnen die Augen, um nicht zu sitzen mit geschlossenen Armen, sondern zu machen eine klare Linie, wie kann man Jiddischkeit vermehren, verbreiten in die ganze Welt. Jeden Mensch, was er machen kann, um Werbung, Reklame, Ta'amula, also vermarkten, mehr Torah, mehr Mitzvot, mehr zu achten auf Jiddischkeit. Eine kann besser schreiben, eine kann besser reden, eine kann besser spenden. Jeder soll machen seine Handlungen mit das, was er kann. Kannst du schreiben? Schön, für Gott und Torah und Mitzvot, schreib. Kannst du reden, sprechen für Hashem und Torah und Mitzvot? Sprich. Kannst du spenden, Geld geben, unterstützen? Mach es. Warum sage ich das? Menschen neigen sehr oft zu pessimistisch zu sein, zu seufzen. Ach, Jiddischkeit in Deutschland hat keine Chance, hat keine Zukunft, die Moral von dieser Welt, die Religiösen, die Gemeinde, es ist alles nur Politik, es ist alles nur Geld, es ist alles nur Macht, nichts ist gut, alles geht runter und man seufzt und man jammert wie eine Katzenjammer und man beschwert die ganze Zeit, was ist nicht gut und was funktioniert nicht. Und der Gemeinde macht gar nicht, der Rabbiner macht gar nicht, der Chasen macht gar nicht, der Religionlehrer spielt mit seinem WhatsApp, es ist keine Religion da, es ist kein Hebräisch da, die Schule geht runter, die Schulleiterin sind alle gar nicht wert und so. Es ist ganz leicht, dem anderen zu verklappen mit dem Mund und zu seufzen. Oi. Sagt der Rebbe, warum Menschen seufzen, warum krächzt man sich? Weil man fühlt sich ein bisschen in Ordnung. Oh, ich bin traurig auf dem Zustand. Sagt der Rebbe, deine Seufzen, deine Krächzen helfen gar nicht dem Mangel, dem Minus in deiner Gemeinde, in deiner Stadt, in deinem Haus, in deinem Mishpoche zu erfüllen. Wenn deine Kinder, etwas bei denen ist nicht gut, du machst nicht ein Krächz. Du tust etwas, du machst etwas, um zu helfen. Oder du sprichst mit jemand, oder du sprichst mit ihm, oder du hilfst mit Geld, du tust etwas. Sagt der Rebbe, unsere Aufgabe ist, alles zu tun. Was ist so schlimm bei einem Seufzen? Einmal Seufzen ist Zeitverschwendung. Man tut gar nichts, nur man sieht so, oi, oi, man redet über dem, über jener, keiner macht gar nichts. Und ja. Zweitens, wenn ein Mensch seufzt, es ist eine negativen
Motivation und Kraft, etwas zu tun und etwas zu handeln. Weil in dem Moment, wo ein Mensch tut etwas, macht etwas, mit seinen Reden, mit seinen Schreiben, mit seinen Handlungen, mit seinen Spenden, mit seinen Helfen in die Synagoge vor Kiddush, er ist verbunden mit ewigen Sachen. Und der Rebbe verspricht, wie Yechon Choleikim, der Rebbe Hashem wird dir helfen. Muss man öffnen das Herz und öffnen die Augen. Und wissen, dass ich wie ich, jeder Mensch, wo er sich befindet, es ist seine Aufgabe zu sein Schaliach von Hashem. Zu sein eine Bote, ein Reklamer. Jeder eine kann seinen kleinen Beitrag, Einsatz machen. Egal welchen Talent hast du kannst helfen in deine Familie, in deine Gemeinde, in dein Staat, in dein Land, mehr wie du denkst. Und wird jeder mehr machen, eine Handlung mehr als 1000 Seufzen, wird alles besser sein. Was muss man machen? Muss man viel Tora unterrichten, kommen in die Synagoge, spenden. Denk dran, was ob ich gemacht heute, damit soll die Jüdischkeit ein bisschen wachsen. Seufzen alleine, krächzen alleine, bringt gar nicht. Muss man Handlungen machen. Schkoyach.